Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved mit dem guten Shadow Gamer. Moin moin. Hallo. Ja, ist einiges mittlerweile passiert. Ja, wir haben da hinten so ein Tor gebaut zwischen den Folgen. Ja, schön, dass du mir wieder zuvorkommst, wie beim letzten Mal. Ja, gut. Da hinten ist das Tor. Unser Raptor hat jetzt mittlerweile, ist jetzt gestorben. Ja. Er hat nur noch das Skelett ist am Leben. Ja, schön. Der Dilo hat, Nee, ist mal ein gucken. Skin. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob schon ein Name für den Dilo in die Kommentare geschrieben wurde oder für alle anderen Tiere. Wir haben ja jetzt nur noch vier Tiere. Und ein bisschen gebaut haben wir ja schon. Also haben wir geplant, wir machen jetzt mal einfach mal eine kleine Zähmfolge. Denn Wolf wollte ja eigentlich auch mitbauen. Ganz viel. Und da zähmen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Jo. Wird ihn ja nicht stören, wenn wir mal ein bisschen mehr Tiere haben, die auch high-leveliger sind. Der Para war da Ja, hinten. stimmt. Wir wollten erstmal ein Para zähmen, um überhaupt hier ein Tier zu haben, was Bären farmen kann. Schmeißt du die Bola? Ja, warte mal, ich muss mal gucken, ist das auch der richtige? Das ist der 55er, genau. Ich muss die Level nur ein kleines bisschen anpassen, denn ich habe auch schon Level 15er Paras gesehen und sowas, Level 10er. Einfach mal kurz immer ein bisschen warten. Jetzt ist er umgefallen. So. Packst du Bären rein? Der braucht auch Ich habe keine keine Narkose. Bären. Der braucht keine Narkosemittel außerdem. Ich habe Dann keine farm ich Bären. mal kurz hier ein paar Bären schnell. Denn wir haben keinen anderen Bärenfarmer. Da hinten rennt einfach Max Level Stego rum. Wollen wir den zähmen? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hier. Vor dir. Wir kriegen Besuch. Wo? Hä? Ein Dilo hier vorne. Hier, hier, hier. Oh, hallo du. Warte mal, welches Level? Welches Level? Level 55. Killen oder behalten? Killen. Hoffen wir noch mitten in die Schnauze. So, toll. Ich hab schon wieder einen Pfeil in dich reingerammt. Ja, zum Glück macht mir das Was? nichts, weil wir hier das ausgestellt, weil ich das ausgestellt habe, Friendly Fire. Das ist auch gut so gewesen. Ja, ich glaube, sonst sind wir schon des Öfteren mal weggestorben. Ja, das auf jeden Fall. Also So, und ja, du hast jetzt den anderen? was? Du hast jetzt den Stego Komm mal gesehen? runter zum Para. Wieder. Bam, bam. Also der Stego ist da hinten in der Richtung. Da müssen wir aber ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Da sollte man lieber unseren Baryonyx vielleicht mitnehmen. Der kann wenigstens ein bisschen was Ja, vor allem, weil ausrichten. dann ein Terrazino ist. Ja, den Territino können wir ignorieren. So, Baryonyx, komm mal her. Los. Wollen wir eine Schredderine haben? Das wird ein bisschen schwierig, die hier zu zähmen jetzt gerade. Das sollte man lieber von einem Abhang oder sowas machen oder ein Zähmgehege bauen dafür. Na, warte, ich hole kurz meinen Raptor ab. Warte mal, was ist das da hinten? Ist das ein roter Brontor oder ein roter Diplo? Das ist ein roter Diplo, Level 55. Was ist denn los? Wieso kommen hier diese knallroten Viecher überall? Der Stego hatte auch komplett richtig schön rot und alles. Ja, er dreht jetzt. Okay. Renn, renn, renn. Lass mal hier rennen, er soll ein bisschen zu uns kommen, oder kommt er überhaupt? Der hat schon wieder die Aggro verloren.
Toll. warte, hier. Schieß erst noch mal drauf. Komm her! Du Stego. Jetzt erstmal wegrennen kurz. Ein bisschen hier runter zu uns auf diese Ebene. Da können wir ihn besser zähmen. Da kommt er. Du hast einen Dilo angelockt, übrigens. Ich Nein! Merk's. Die Morphodon! Nein, das soll sich nicht mit einmischen! Nein! Ach gut! Das Dimorphodon war auf den Stego fixiert. Der Para ist gezähmt, übrigens. Und ich sollte rennen, gerade mal. Ja, der Stego ist fast direkt hinter dir. Ja, deswegen. Mal ein bisschen springen. Aber es sind coole Tiere hier überall. Der Stego sieht richtig genial aus. Also Leute, schreibt mir bitte auch gern mal in die Kommentare, ob hier gerade ein Event von Ark am Laufen ist. Ich habe das, wenn dann, glaube ich, irgendwie nicht mitgekriegt. Gut, dass der Baryonyx ein bisschen aushält. Ja, er flieht schon. Ja, weil ich ihn die ganze Zeit mit Narkotiksfallen abschieß. Ja, ich ja auch, ganze Zeit. Und, oh, ich dachte jetzt, er fällt. So, ein bisschen wegscheuchen noch. So neben ihm herrennen einfach. Aber nicht zur Schredderine, ne? Ah, er liegt. Oh, super. Das war knapp fast schon. Welches Leute, Level ist der eigentlich? Para. Hier ist ein roter Para. Wo? Oh. Ach, da! Also. Das muss ein Event sein. Das muss wirklich. Also, dieser Stego, guck dir die nochmal an, wie knallrot die sind. Diese Rückenplatten. Ja, schmeißt von Bären und so rein, ne? Ja. Also, ich, meinst du? Ja, ich hab keine. Warte, gut, ich mach erst nochmal schnell einen Screenshot von dem Stego. Der sieht so genial aus, einfach. Dann farm ich mal kurz ein paar Bären. Kannst ja auch mitmachen, Bären farmen. Also, ja. Ich will auf jeden Fall noch mehr Dinos, die so rot sind, zähmen. Ich guck auf jeden Fall mal nach, ob es ein Event gibt gerade irgendwie. Aber schreibt es mir bitte gern mal in die Kommentare, wenn ihr da was drüber wisst. Oder könnte es daran liegen, dass hier Extension Dings da ist oder sowas? Also, 150er Stego. Guck mal, wie viele Level der dazu kriegt, wenn wir ihn wirklich richtig gut zähmen würden. Oh, 74 Level. Der wäre über Level 200. Das ist so, das ist eine Maschine einfach. Na, der braucht jetzt auch seine Zeit, ne? Ja, das ist das Problem. Da können wir aber... Langlaufen. Da hinten. Und da... Wo ist die andere eigentlich hin? Guck mal neben dir. Ja.
Hier hinten war einer, aber der andere, der hier vorne war, ist verschwunden. Keine Ahnung, mir auch egal. Da hinten ist ein Trike. Und so ein richtig schön grauer Pachy. Ist leider nur Level 20. Schade. Sonst hätte ich mir den gezähmt. Aber ich guck mal kurz nach, was das Level von dem roten Para ist. Level 20, okay, den brauchen wir eigentlich nicht zähmen. Level 20, das bringt uns nichts. Hier ist noch ein Dilo. Also, wir haben jetzt ein paar, zwei Special Dinos, die einen Namen suchen. Ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn wir hier so Special Dinos immer nehmen, die besonders aussehen oder sowas. Für Zuschauer. Naja, gut, das. Eigentlich ist das sogar einfach was Besonderes dann. Der dann einfach den Namen passend schreibt und sowas, den passenden Namen und rechtzeitig auch noch, der hat dann eben Glück gehabt. Ich weiß, wie wir unseren Stego nennen können. Was ist? Ich weiß, wie wir unseren Stego nennen können. Wie denn? Rotschuppe. Rotschuppe. Ich würde erstmal auf die Kommentare warten. Ob es nicht doch noch ein besserer Name ist oder sowas. Als ob der Name schlecht ist. Der hat doch... Ja, das sind ja keine roten Schuppen direkt. Das sind ja seine Panzerplatten hinten auf dem Rücken, da diese Stacheln. Was meinst du? Komme ich gegen die Schildkröte an? Welches Level hat die? 35. Müsstest du eigentlich. Schildkröten sind nicht so stark. Level 25er Iguanodon. Ich guck mich hier gerade mal ein kleines bisschen um, was es hier noch so gibt gerade. Aber warte, wir wollten nur noch den hier Baryonyx zähmen, der unten im Fluss war. Wollen wir da schnell mal hingehen? Ich habe gerade zu tun gegen die Schildkröte. Ja komm, dann helfe ich dir. Denn ich will den Baryonyx noch haben. Ich komme ganz schnell. Willst du die zähmen oder was machst du da? Nee, töten. Mit normalen Pfeilen aber? Mhm. Okay, gut. Die ist gleich tot. So. Ich guck noch mal kurz zum Stego, wie weit der ist. Ja, 6,7%. Bären hat er noch genug, das ist toll. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Fluss, zum Baryonyx runter da. Den will ich nämlich auch noch haben. Dann haben wir aber wirklich eine richtig tolle 10-Folge gehabt hier. Ein schöner weißer, oder, ja, der ist so ungefähr ein bisschen weiß. Wie viele Paras laufen jetzt hier oben bei uns rum? Wir laufen gerade 4 Paras rum bei uns hier oben. Und der eine sieht besser aus als der andere. Die sind hübsch. Da unten läuft auch ein Para rum, der war aber schon letzte Folge da. Das weiß ich noch. Gut, du darfst hier nicht ins Wasser gehen. Denn der Baryonyx kann dich unter im Wasser dann stunnen. Also, wo ist er denn? Der kleine Baryonyx. Da sind Lachse im Wasser. Ah, da hinten läuft er rum.
Da, wo auch die ganzen Schlangen und sowas, glaube ich, sind. Genau, da krieg ich doch eine Titanoboa. Ich sehe sie doch. Dummer Baryonyx. Das war, glaube ich, ein high-leveligerer Baryonyx, als ich vorhin gesehen habe, also in der letzten Folge. Er kommt! Halt dich bereit! Was hast du da schon wieder? Nur ein Dilo. Ja, er hängt fest. Nein, er hängt doch nicht fest. Das ist Level... Nee, das ist der Level 60er, okay. Ich hab ihn gestunt. Juhu. Wir sollten nicht gleichzeitig drauf schießen. Schießt du? Jetzt ich. Du. Wie verwundet sieht er schon aus gerade? Es geht. Dann schieße ich nur noch auf den Körper. Nein, ja. Er ist schon wieder frei. Mist. Er haut ab. Nein! Dummes Vieh. Jetzt hat er die Aggro wieder verloren, wie es aussieht. Nee, jetzt rennt er wieder. Wie toll, hä? Ein zweiter Baryonyx wäre praktisch. Ach! Er hat sich hingelegt zum Schlafen. Mitten im Wasser? Nein, aber er ist gerade so aus dem Wasser rausgekommen zum Schlafen. Also hier runter kannst du auch kommen. Hier ist es nicht so gefährlich. Ach, da bist du schon. Oh, guck mal! Ein rotes... Die Morphodon da. Mhm. Oh, das würde ich auch so gern haben. Fisch hast du, ne? Ja, Fisch habe ich genug. Muss ja in deinem drin sein. Und wir können hier im Gebiet, glaube ich, sogar Prime-Fisch kriegen. Und das ist auch schon wieder ein Männchen, leider. Dann würde ich sagen, komme ich einfach mal ganz schnell zu dir und nehme vielleicht mal die Armbrust von dir mit. Denn ich würde das gern für Wolf noch zähmen. Ah, scheiße, jetzt greift den Para an. Nicht Para, Dilo. Ja, ich komme schon. Und ich komme nicht... Nee, ist ein Raptor. Ein Raptor, oh Mann, nein. Ich komme sofort zu Hilfe. Hat er dich gegrabt? Nee, der greift den Stego an. So, ich habe den Raptor gekillt. Oh Mann, der hat unseren Stego angegriffen. Ja. Wie viele Level kriegt er jetzt noch dazu, unser Stego? Warte, ich kann gerade nicht gucken, weil Raptor will irgendwie nicht. So, warte. Unser Stego kriegt jetzt noch nur noch 28. Oh, schade. Aber wir zähmen ihn trotzdem. Hey, du schlägst ihn! Nee, ich mach grad den Raptor. Nein, du schlägst den Stego dabei auch! Okay. Lass es einfach nicht kaputt machen, lass es einfach. An Tieren nichts machen. Nicht schlagen oder sonst was. Nur wenn sie angegriffen werden. Du machst es nur schlimmer dadurch. Übrigens, da kommt schon das nächste, da kommt eine Schredderine. Ja, die ist nicht gefährlich für den Stego. Solange wir nicht direkt an ihm dran stehen. Kannst du mir die Armbrust in den Raptor legen? Schnell. Die Schredderine kommt. Ja, wir sollten kurz mal ein Stückchen weggehen. Geh nach oben bitte mit zu mir auf den Berg hier hoch. Schnell. Okay, jetzt haut sie natürlich ab gerade. Leg sie einfach in deinen Raptor rein. Na gut. Ah, ich hab kurz die Steuerung vergessen. So. Pfeile habe ich noch genug. Die ist selber fast down. Die kann aber mehr schießen als meine. Deswegen ist es praktischer. So, dann werden wir jetzt nochmal extra für Wolf ein großes Lastentier zähmen. Und du passt bitte auch richtig schön auf, dass nichts den Stego nochmal angreift. Jo. Bitte.
Der einzige Grund, wieso ich den jetzt noch wirklich behalten will, den Stego, ist, weil er Level 150 ist. Und wenigstens noch 20 Level draufkriegt. Er ist wenigstens über dem Max-Level. Dann. Jetzt kommt die Schrellerine schon wieder. Das ist der einzigste große Vorteil, weswegen ich ihn wirklich dann noch behalten will. Groß. Denn es wäre eigentlich dann wirklich nicht mehr so lohnenswert, normalerweise. Oh, der Paracer ist wirklich komplett pink. Wie wollen wir den dann nennen? Wir brauchen wirklich einen Namen, nicht von den Zuschauern gewählt jetzt, erstmal. Also die Schredderine will mich auch verarschen, ne? Jedes Mal, wenn ich zum Stego hinlaufe, kommt sie her, aber jedes Mal, wenn ich weglaufe, haut's wieder ab. Was ist? Was ist schon wieder passiert? Ach so, okay, der hat mir nur einen mitgegeben. Weil ich den einmal angehittet habe. Nein, was? So, schnell. Sollte vielleicht nicht zu unserem Spino rennen. Nicht, dass er das Vieh tötet. Ja, ich habe eine Klippe gefunden, die perfekt ist dafür. Was ist das, ein Rex hinter dir? Nein, den Paracer meine ich. Ich stehe jetzt auf der Klippe, das Paracer-Vieh greift unser Tor an. Es wird aber das Tor nicht kaputt kriegen, weil das Tor wirklich sehr, sehr viel aushält. Ja, und ich kann es einfach abschießen von oben. Hoffentlich habe ich wirklich noch genug Pfeile dafür. Sollte ich aber eigentlich haben. Es rennt auch schon, das Vieh. Nein! Renn nicht die Klippe hinunter! Bitte renn nicht die Klippe runter. Nein! Bitte nicht. Oh, das kannst du ruhig machen, so wie du jetzt gerade stehst. Ja, es ist betäubt. Und es liegt genau vor unserem Spino. Hübsches Fresschen. Es liegt genau. Das musst du dir mal angucken, das Vieh. Ich habe gerade leider keine Bären, deswegen. Und hier oben läuft eine komplett rote Carbonemis rum. Die hat einen richtig knallroten Panzer. Da komme ich jetzt zurück, da kann ich auch mit auf die Viecher oben aufpassen. Jo. Das ist gut. Ach, doofer Baum. Dann haben wir wenigstens zwei Baryonyxe, leider kein Weibchen und Männchen. Aber naja. Ach, was wir für coole Viecher haben, einfach. Die Schildkröte wird nur aus, hier, weil sie schön aussieht, gezähmt. Der Paracer wird nur gezähmt als Geschenk für Wolf. Wie viele rote, guck mal, hier oben laufen der rote Parasaur und der rote Diplo laufen hier oben beide rum. Da rennt ein Raptor. Wo, bei mir? Nee, hier oben bei mir. Der ist Level 75 und hat mich gegrabbt. Los! Kill ihn, oh, mein Lieber. Der Bronto bei dir kämpft auch mit. Ja, es ist kein Bronto, das ist ein Diplo. Welches Level ist der Diplo eigentlich? Level 55. Achso, ein Diplo-Kurs, okay, ja, dann so. Hey, du sollst den nicht fressen. Super Baryonyx. Ach ja. Spannend, spannend, spannend. Oh, ein pinker Moshops. Und ja, dann
hoffe ich, euch hat auf jeden Fall diese zwei Folgen gefallen. Wir haben ja jetzt ja nicht nochmal extra eine Abmoderation gemacht für die erste Folge davon, von den 10 Folgen. Also ja, schaut auf jeden Fall bei Optionalbug vorbei, da kommt ja auch immer schön Arc und so. Natürlich auch bei mir nicht vergessen, bei Shadow vorbeizugucken. Ja, und schaut auch mal bei Wolf vorbei, also beide sind in der Beschreibung verlinkt bei mir. Auch wenn Wolf jetzt leider nicht dabei sein konnte, bei dieser kleinen, schönen Aufnahmesession, die richtig lustig war sogar. Ja, gut. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen oder die letzte auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.